Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video und zwar möchte ich euch eine Lifestyle-Box vorstellen. Und zwar sieht diese so aus, die Lifestyle-Box. Die wurde mir netterweise kostenlos zur Verfügung gestellt. Trotz allem ist es natürlich meine ehrliche Meinung. Ich sage euch, welche Produkte drin sind und was ich davon halte. Von meinem ersten Eindruck her, alle Produkte und auch alle Informationen zur Box, wie ihr sie erwerben könnt, was sie kostet und schreibe ich euch in die Infobox. Ich glaube, das ist am einfachsten und am schnellsten. Ich möchte das Video natürlich nicht in die Länge ziehen und würde sagen, wir beginnen direkt mit dem Inhalt der Box. Zwei Sachen, die haben nicht mehr in die Box gepasst. Und zwar zum einen diese Popcorn-Chips hier. Die sehen so aus. Hab die auch schon aufgemacht und probiert. Die sind wirklich sehr, sehr lecker. Das sind Popcorn-Chips von Kelly Original. In der salzigen Variante mit 100% bestem Rapsöl und 100% österreichischem Mais. Und die sollen 40% weniger Fett haben. Die sind so in einer Dreiecksform und wirklich, wirklich lecker. Also sehr knackig, wie man auch hören kann. Und salzig, aber nicht zu salzig. Ich esse mal schnell auf. So sieht das Innere aus. Hier sieht man auch, dass es vegan ist und 40% weniger Fett. Wirklich sehr, sehr lecker. Werde ich auch meinem Mann dann nochmal zum Probieren geben. Der isst Chips nämlich auch sehr gerne. Ja, ich finde sie wirklich gut. Das zweite Produkt, welches nicht mehr in die Box gepasst hat, ist von Bake Affair, glaube ich, heißt es. Ein Bauernbrot mit Dinkelsauerteig. Das ist für ein halbes Kilo Brot mit 100% österreichischem Mehl und Sauerteig. Und zwar muss man da nur noch Wasser hinzugeben. Hier sieht man, hier ist so eine Backanleitung. Und dann kann man sich halt das halbe Kilo Brot backen. Klingt alles wirklich sehr, sehr gut. Ich werde es auch die nächsten Tage oder Wochen mal machen. Und werde euch dann wahrscheinlich ein Bild auf Instagram posten, wo ihr es dann gebacken seht. Ich bin mir sicher, dass das gut schmecken wird. Bauernbrot ist eigentlich so gut wie immer lecker. Und dann, wenn es auch noch frisch ist und man dann abends eine schöne Brotzeit macht, stelle ich mir sehr, sehr gut vor. Das war also auch mit drin. Und da sieht man auch, es ist wirklich was so für die ganze Familie. Ne? Chips, Brot, da hat jeder was zum Probieren. Dann begeben wir uns mal an die Box. Die mache ich jetzt mal auf und dann schauen wir mal, was da so drin ist. Ich wollte es eigentlich nicht so kaputt machen, aber hat natürlich nicht funktioniert. Ich stelle es einfach mal hier hin. Und da sehe ich nochmal Chips. Und zwar diese hier, ebenfalls von Kelly's. 4-in-1 Chips mit Joghurt- und Gurke-Geschmack. Mit 50% weniger Fett. Und zwar sind die gebacken und nicht frittiert. Das ist da der Unterschied. Okay, die riechen sehr würzig. So sehen die aus. Ja, genau. Die Form ist die gleiche, also auch in so einer Dreiecksform. Mhm. Und die schmecken gut. Ein bisschen wie Tzatziki. Mhm. Wirklich lecker. Man würde jetzt auch nicht denken, dass die nicht frittiert sind, ehrlich gesagt. Mit Bohnen, Linsen und Erbsen. Ja, wirklich lecker. 60 Gramm sind da drin in dieser Tüte. Also mir schmecken beide sehr gut, muss ich sagen. Finde ich beides sehr lecker. Ja, sehr gut. Und dafür, dass es auch gebacken ist und nicht frittiert, wirklich sehr, sehr lecker. Noch ein Essensprodukt, komm, wir essen jetzt erstmal alles und dann kommst du zu den anderen Sachen, ist von Up and Go Squeeze Bio. Das sieht so aus, das ist ein Porridge mit Apfel, Banane, Ananas und Hafer. Das ist richtig toll, wenn man morgens sich einfach irgendwie kein Frühstück mitnehmen will oder keine Zeit hat und das dann einfach so nebenher sagt, ja, nehme ich mit. Ist so mein Frühstücksersatz zum Beispiel. Mal gucken. Riecht sehr gut. Mmh, sehr lecker. Sehr bananig, aber ich mag's.
Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Wirklich sehr lecker. Mit Bio-Früchte-Püree mit Hafer. Ja. Wirklich lecker. Könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn man das vorher noch im Kühlschrank gibt. Und wenn man das dann auf der Arbeit am Schreibtisch hat und das dann zu sich nimmt, anstatt irgendwas anderes zu snacken. Manchmal muss man sich ja ansonsten auch Obst nur so aufschneiden, da hat man das so in der Form. Ist wirklich lecker. Ja, werde ich später leer machen. Dann von Body's Perfect F-Blocker. Das sieht so aus. Das sind wohl Tabletten, die Tabletten, die einem dabei helfen sollen, fettiges Essen wieder auszuscheiden. Ist ja super nach dem ganzen Essen hier. Ja, dem Ganzen stehe ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen skeptisch gegenüber. Es ist made in Germany, soll gute Inhaltsstoffe haben, soll vegan sein. Da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er so etwas nimmt oder nicht. Wichtig ist da, sich vorher gut zu informieren und auch dann ein gutes Gefühl bei solchen Dingen zu haben. Ja, grundsätzlich ist es jetzt erstmal kein Teufelszeug. Es ist ein Premium-Supplement. Und ja, dazu schreibe ich euch auch Informationen in die Infobox. Ich habe es jetzt so verstanden, man isst erst was Fettiges, also als ich es mir durchgelesen habe, nimmt es dann zu sich und scheidet dann das irgendwie wieder aus. Ja, das war auf jeden Fall auch drin. Dann ein Trockenshampoo von Batiste. Davon habe ich auch schon welche. Ich glaube nicht diese Richtung, also das ist jetzt in der Richtung Cherry. Aber grundsätzlich hatte ich das auch schon mal und habe, glaube ich, sogar noch eins da. Das ist einfach zum Auffrischen der Haare. Wenn man seine Haare nicht so häufig waschen mag oder kann, wie auch immer, dann kann man das sehr gut nehmen, um da noch 1 bis 2 Tage zu überbrücken. Man gibt sich das so, also man sprüht sich das an den Ansatz dann, rubbelt das so ein bisschen auf und man kann dadurch auch Volumen bekommen. Also es ist nicht nur, um den Fett rauszubekommen, also ich habe es auch schon benutzt, um einfach ein bisschen mehr Volumen zu bekommen. Es hat auch immer super funktioniert. Und mal gucken, wie es riecht. Ja, ist wirklich ein schöner Kirschduft. Ja, gefällt mir sehr gut. Diese Größe ist auch sehr gut zum Mitnehmen auf Reisen. Ansonsten auch in der großen Größe ist es natürlich ein super Produkt. Ich mag's. Es gibt es nämlich auch in verschiedenen Farben. Also ich hatte das auch schon mal für braunes Haar und es hinterlässt auch dann kein Weißschleier und nichts. Ja, sehr gutes Produkt. Freut mich. Dann ein Produkt, das heißt Poopourri Before You Go Toilet Spray. Das sieht so aus. Sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus, würde ich sagen. Das... Okay, man soll es schütteln, dann 3 bis 5 Spritzer oder Pumpstöße in die Toilette spritzen und dann kannst du ganz normal auf Toilette gehen. Also das benutzt man quasi davor und nicht danach. Sonst solche Raumsprays, Toilettensprays, die benutzt man ja danach. Das benutzt man davor und soll dann, es riecht schon sehr zitronig. Ich mach's mal auf. Ja, riecht sehr zitronig, aber positiv zitronig. Also es riecht nicht nach Toilette oder so. Es riecht sehr frisch. Und da bin ich mal gespannt. Ich werde es mal ausprobieren. Wie das dann ist, wenn man auf Toilette geht und ob es dann wirklich nicht riecht. Also so sieht das aus. Ich finde, an sich sieht das wirklich sehr hübsch aus. Macht auch was her, wenn man das jetzt so in der Toilette stehen hat. Ich glaube jetzt, ich hatte erst überlegt, vielleicht sowas für ein Gäste-WC. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die meisten das nicht kennen und erstmal dann nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und es dann einfach danach sprühen. Also man müsste es dann vielleicht seinen Gästen erklären. Du, wenn du aufs Klo gehst und mal groß musst, dann bitte erst das benutzen. Nee, aber an sich klingt erstmal nach einer super Sache. Mal schauen, ob es funktioniert. Falls es funktioniert, ist das eigentlich wirklich gut. Dann sind hier noch 2 Produkte drin von Foamy. Da habe ich schon einiges von der Marke gehört, hatte aber noch nichts davon. Das ist einmal eine Duschpflege mit Pfefferminz und grünem Tee. Das sieht so aus. Holen wir das mal raus.
mit diesem Stück soll man eine Duschflasche sparen können. Das ist ja wirklich komplett plastikfrei. So sieht das aus mit solchen, ich sag mal, wie so Massagenoppen, die sich da natürlich irgendwann auflösen. Und mit diesen Bändchen, so kann man es dann eben in der Dusche befestigen. Der Duft ist ganz gut. Es ist, ich bin eher so der fruchtige Typ, deswegen ist es jetzt vielleicht nicht mein favorisierter Duft, aber doch, ist ganz gut. Und das kann man dann, denke ich mal, so seift man sich dann ganz normal ein und dann wird es immer ein bisschen weniger. Ich finde, es ist wirklich eine gute Sache. Es ist vegan, tierversuchsfrei. Man hat 0% Plastik und 100% Performance steht da. Ich bin gespannt. Es soll ja auch pflegend sein. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, ob es halt auch nicht austrocknet, sondern einfach pflegt. Falls ja, ist es ja eine super Sache. Man hat kein Plastik, es duftet gut, es macht sauber, es pflegt. Was will man mehr? Also jetzt ein so an sich ein super Produkt. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann in der Dusche performt. Das zweite ist eine gefeste Gesichtsreinigung. Das sieht so aus. Das ist mit Aloe Vera für normale bis trockene Haut sehr gut, denn ich habe trockene Haut. Und ist eine milde Reinigung mit Aloe Vera, Mandelmilch und soll Feuchtigkeit spenden und sich dem pH-Wert der Haut anpassen. Also viele gute Dinge, die es machen soll, so sieht das aus. Bin ich auch wirklich sehr gespannt. Kann ich mir aber gut vorstellen, wenn es mit Mandelmilch und Aloe Vera ist, das sind wirklich zwei super Sachen für Feuchtigkeit. Wenn man sich das dann so auf die Haut gibt, ja, bin ich sehr gespannt. Scheint aber wirklich eine sehr gute Sache zu sein. Und an der Seite steht, dass das sogar zwei Tuben ersetzen soll. Also bei dem, das sieht man hier, bei dem Duschstück war es ja so, dass quasi ein Duschstück eine Duschflasche dann ersetzt und hier sollen es sogar zwei Flaschen sein, was dann einmal für die Umwelt gut wäre, aber dann irgendwann eigentlich auch für den Geldbeutel, wenn man wirklich zwei damit, also wenn das so lange hält. Ja, bin ich sehr gespannt. Finde ich, ist aber ein tolles Produkt zum Ausprobieren. So, und zu guter Letzt ist hier noch ein Schal drin. Das sieht so aus. Ich mache den gerade mal auf. Der fühlt sich sehr gut an, sehr schön weich. Und der ist made in Germany, was ich mega gut finde. Ich schaue nochmal, was da genau drin stand. Der Schal ist von Fraas, The Scarf Company. Und das ist ein Kaschminkschal. Made in Germany und hat ein schönes traditionelles Design. Und ja, nach allen Öko-Standards gemacht. Sehr, sehr schön. Mir gefällt die Farbe sehr gut. Das ist so ein beige mit Rosé und auch mit so einem, ja, mit verschiedenen Tönen. Sehr, sehr schön. Ich werde den mir jetzt auch mal kurz ummachen. So, jetzt habe ich mir den einmal umgemacht. Das seht ihr hier. Ich finde es sehr schön. Schaut mal, also ich gucke hier runter, weil da das Bild ist von der Kamera, weil ich das dann am besten sehe. Und nee, ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. So sieht es dann nach unten hin aus. Wirklich ein sehr schöner Schal. Den kann ich jetzt eigentlich auch noch mit anlassen. Warum eigentlich nicht? Ist super weich. Also scheint wirklich eine sehr gute Qualität zu haben. Auch noch verschiedene Designs. Also ich zeige euch das mal genau. Ich habe ja den hier, aber den gibt es auch noch in dunkel, in so einem Grau. Hier sieht man auch das Model, das hat sich den einfach so drüber geworfen. Auch das, finde ich, sieht sehr schön aus. Aber ich finde es auch in dieser Variante sehr schön. Und ja, weil er einfach auch so weich ist. Gefällt mir ganz, ganz, ganz doll gerade. Wirklich, da freue ich mich sehr. Wie gesagt, auch dieses Produkt findet ihr in der Infobox. Ich packe euch alle Produkte in die Infobox. Sagt mir gerne mal, wie ihr diese Box findet. Ich finde, sie ist sehr vielfältig. Man hat viele verschiedene Produkte drin. Sowohl Sachen zum Essen, die man ausprobieren kann, was ja immer spannend ist, wenn man da ja immer irgendwas Neues ausprobieren möchte. Dann ein paar Beauty-Sachen, die man ausprobieren kann, wo man auch mal was anderes bekommt und vielleicht dann auch sein Lieblingsprodukt findet. So ein toller Schal, der wirklich eine super Qualität hat und total weich ist. Und man kommt so einfach auch mal zu Marken, die man so gar nicht kennt, die man aber vielleicht am Ende gut findet und so dann auch ausprobieren kann. Und das zu einem super Preis-Leistungs-Verhältnis.
Also ja, mir gefällt die Box wirklich sehr gut. Und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, wie euch die Box gefällt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, auch ob euch das Video gefallen hat. Falls ja, dann gerne einen Daumen nach oben geben als Anerkennung. Würde ich mich sehr freuen. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, macht das. Am besten hättet ihr das schon am Anfang machen sollen, aber ich habe vergessen, es euch zu sagen. Bis zum nächsten Mal könnt ihr hier und hier weiterschauen. Und ich würde sagen, bleibt gesund. Ich freue mich auf euch. Tschüss!